It's time for the 48K ZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ZX48K-Spektakel mit Tomaniac. Und ich habe hier tatsächlich wieder ein Game entdeckt, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es das für den ZX Spectrum gibt. Das Game nennt sich Ninja. Es gibt dieses Game auf dem C64 und auf dem Amiga auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sonst noch für irgendwelche Systeme. Ich habe es auf beiden Systemen wirklich sehr, sehr gerne gezockt. Und zwar muss man da irgendwie so eine mehrstöckige Pagode hochkommen. Und auf jeder Etage warten immer härtere Gegner, die man besiegen muss. Und man muss dann solche, ja, irgendwie solche Töpfe, irgendwas muss man da einsammeln. Ich glaube, so 7 Stück oder so. Um dann nachher den Endgegner zu besiegen. Und unterwegs liegen da auch schon mal so Wurfsterne und Wurfmesser und sowas rum, die man aufheben muss oder kann. Und die kann man dann auf die Gegner werfen. Da ist so ein bisschen Timing gefragt, wobei der Wurfstern trifft immer, aber das Messer rotiert halt zum Beispiel auch im Flug und im Idealfall trifft die Messerspitze auf den Gegner und richtet dann auch Schaden an. Und wenn nicht, dann ja, macht es keinen Schaden. Man kann aber auch ganz normal zutreten und so weiter. Man hat ein Schwert, welches man benutzen kann. Und das damals war alles mit einem Button zu kontrollieren. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das hier auf dem ZX Spectrum aussieht, ob es denn überhaupt funktioniert. Der lädt zwar jetzt hier gerade vom virtuellen Tape, ist momentan bei 70% jetzt gleich. 1987 kam das Game raus. Sculptured Software, da steht's ja. Und converted by Icon Designs Limited. Und ja, schauen wir mal, wie das hier aussieht. Ich bin echt mal sowas von gespannt. Hatte das eigentlich Musik beim Amiga? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich habe es jetzt neulich auf dem C64 noch gezockt im Rahmen meiner Floppy Discoveries. Da war das nämlich dabei. Und also ich mag das Spiel sehr, auch wenn es irgendwie von der Grafik oder so jetzt nicht so mega ist, wobei die Amiga-Version meiner Meinung nach auch gar nicht so übel aussieht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Spectrum-Version aussieht. Das Titelbild hier lässt ja schon so einiges vermuten, dass möglicherweise, ja, entweder ist man schwarz oder so halb durchsichtig sozusagen. Da bin ich echt mal gespannt. Jetzt ist er bei 90%. Ich hoffe immer, dass es so ein Single-File-Game ist, denn ich habe manchmal bei Games, die nachladen normalerweise, Schwierigkeiten. Nachladen heißt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kassette hat, ich kann zwar hier auch zurückspulen, aber das ist hier schwieriger, weil ich hier nur bestimmte Blöcke zurückgehen kann und das habe ich noch nicht den Dreh so ganz raus, wie das funktioniert. Ja, und beim Kassettenrekorder heißt es nämlich dann sonst schon mal, ja, halt jetzt das Band an oder spul nochmal zurück oder ne, von dem her und starte das dann ab dem Level sozusagen. Was ich hier aber schon sehe direkt ist, dass man hier Kempston als Interface Joystick auswählen kann. Und genau das tue ich jetzt. Ich drücke mal die 2. Aha, so sieht das hier aus. Und da unten mit Hebel nach unten hebt man die Sachen auf. Wurfsterne und das ist dann wohl ein Messer. Ich muss sagen, der bewegt sich hier recht flott. Nach oben springe ich. Ich kann mit Knopfdruck boxen. Mit Knopfdruck nach rechts kann ich auch treten. Ich kann mit Hebel nach oben und ja, ich kann auch in der Luft boxen und ja. Und nach unten kann ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob er die Waffen automatisch dann abwirft. Das muss ich gleich sehen, wenn ich auf den ersten Gegner treffe. Genau, sogenannte Idols, Idole muss man halt finden. Ne? Das sieht man da unten rechts angezeigt. So, und Lebensenergie unter meinem Hero, der lilane Balken. Jetzt geht's los. Approaching Walkway. Und da ist der erste Gegner. Der hat doch da so ein Ding. Jetzt muss ich mal rausgucken, wie werfe ich denn hier die Wurfsterne? Ist das eventuell mit Space? Nein. Warte mal, ich habe es jetzt geschafft, den zu werfen. Ah! Knopfdruck und Hebel in die entgegengesetzte Richtung, in die ich gucke. Also Hebel nach links in dem Moment.
Aber ich glaube, mehr Waffen habe ich nicht zum Werfen. Da liegt da platt auf dem Boden. So, und Idols 1 haben wir und da ist der nächste Fighter. Round 2. Fight. Jawohl, der hat gesessen. Also in der C64-Version weiß ich, da kommt man nach oben durch irgendwelche Löcher in der Decke. Hier ist also nichts, muss ich noch weiter. Da, Entrance. Genau, da muss ich gleich rein. Und der Typ hat das Idol Nummer 2. Also ich weiß, dass man in der C64-Version und in der Amiga-Version auch ein Schwert ziehen kann. Ja, das heißt, schräg oben links war das jetzt gerade mit Knopfdruck. Approaching Shrine. Okay. Den habe ich mit diesen Wurfobjekten plätten können. Jetzt sagen wir, gehen erstmal unten lang und gucken, was wir da alles einsammeln können. Da habe ich gesagt, ah ja, dann Hallway, da sind wir gestartet, ne? Ja, mit den ganzen Sachen. Tori in the Scene, da sind wir gestartet, okay. Aha, die respawnen nicht. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Geplätteten hier bleiben platt. Und jetzt geht's hier ab nach oben. Achtung, Ninja Power. So wie in diesen Filmchen. Ich stehe total auf diese Eastern. Diese alten, die Leute mit den langen weißen Rauschebärten und Augenbrauen, die bis zu den Ohren gehen und die dann irgendwie so 20 Meter durch die Luft fliegen und wow, ich stehe da voll drauf. Das mag ich wirklich. Passt, passt, passt. Ja, geplättet. Oh, ich will nicht runter jetzt. Oder ist jetzt mein Wurfstern unten gelandet? Wie komme ich denn wieder runter? Käme ich denn? Ja, wo kämen wir denn da hin? Aus irgendwelchen Grund komme ich nicht wieder runter. Könnte natürlich sein, weil der Typ jetzt genau da gestorben ist. Okay, das sind schon zwei. Die Gegner werden natürlich auch immer schwerer, je weiter man kommt. Muss ja auch mal mein Schwert zücken. Schnell die Sachen auf. Die Gegner können übrigens die Waffen ja auch aufheben und auf mich schmeißen, ne? Ich muss sagen, das ist ja auch erstaunlich gut spielbar. Ich stelle immer wieder fest, der ZX hat, also die Programmierer, die sich da dran gewagt haben an die Sachen, muss man echt sagen, Respekt. Nein, du hebst das nicht auf, das ist meins. Was sie teilweise aus der limitierten Hardware rausholen, ne? Da staune ich immer wieder. Ah, guck, jetzt ist der nämlich hier. Jetzt kann ich auch runter. Na, guck mal, also unten respawnen die dann, wenn man wieder rauskommt. So, heb den auch noch auf. Bis jetzt haben wir nur diese drei Wurfgeschosse. Ja, dann kommst du wieder hoch. Das heißt also, pro Etage tauchen die wieder auf. Das hat gepasst. Ich hoffe, ich kriege die alle nochmal. Ja, das Dumme ist, ich muss dann ja. Muss ich denn? Ich glaube, ich muss da aber nicht weiter, ne? Da war kein Loch in der Decke. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. So, den habe ich noch niedergeschwertet. Niedergesenzt. Ja, Sensei. Was ist los? Sag mir nicht, dass du jetzt abgeschmiert bist. Och nö, bitte nicht. Ja, dann würde ich sagen, lohnt sich jetzt auch nicht nochmal versuchen weiterzumachen, weil bis er das lädt, das dauert ja eine ganze Weile. Von dem her, ja gut. Ihr hattet mal einen kleinen Einblick in Ninja, wie das funktioniert. Schade, dass er mir jetzt aus irgendeinem Grund hier abgeschmiert ist. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Naja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kurzen Einblick. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie die ZX Spectrum-Version von Ninja aussieht. Ich hätte das jetzt gerne noch ein bisschen weiter gezockt, aber naja, gut. Shit happens. Das kommt in den besten Formaten, die ich habe, mal vor. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Was mich auch ungemein motiviert, ist natürlich, wenn es euch hier so gut gefallen sollte, dass ihr ein Abo dalasst. Nicht vergessen, die Glocke zu klingeln, damit ihr auch immer schön Reklame im Briefkasten habt von mir. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zur nächsten Ausgabe von was auch immer da gerade kommen mag. Macht's gut, euer Tomaniac.